Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Conan Exiles. Ich bin gerade auf dem Weg zurück zu meiner Base mit dem Wheel of Pain, zu meiner alten Hauptbase. Und jetzt bin ich hier gerade in einen Sandsturm geraten. Ich versuche mich zu beeilen, dass ich nicht... Ach du Scheiße, wie das aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ein Sandsturm wirklich nur... Ob ein Sandsturm nicht am Ende des Tages auch Schaden macht an mir und vielleicht auch meine Ausrüstung beschädigt. Ja, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel überhaupt keine Zuflucht, wo ich hier gerade bin. Meine Base ist da hinten aber... Da könnte ich zur Not jetzt schnell Zuflucht suchen. Keine Ausdauer mehr, super. Jetzt bin ich im richtigen krassen Sandsturm drinne. Und ich glaube, im Sandsturm, man kriegt, glaube ich, auch Gesundheitsschaden im Sandsturm, wenn man keine Deckung hat. Schnell ins Haus rein, schnell ins Haus rein. Ah! Tür auf. Tür zu. Zuflucht. Jawohl. Gott, das war knapp. Ah! Wo bin ich denn jetzt? Bin ich irgendwo runtergefallen? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Oh Gott, es stürmt, seht euch das an, der Wahnsinn, ich hab's noch geschafft, glaube ich, bevor es sich negativ auswirken kann, ja, es war ganz schön knapp, wo ich die Streifen an mir vorbei habe fliegen sehen, war mir schon klar, was da passieren würde, was da kommt, so, das Ziel hier bei der ganzen Angelegenheit hier jetzt war, dass ich mir Teer hole aus dieser Base und auch nochmal gucke, wie weit der Tänzer jetzt ist. Der könnte jetzt bald fertig sein, tatsächlich. Und da wollte ich jetzt mal einen kleinen Blick werfen und mal gucken. Der Sandsturm, der lichtet sich gerade jetzt wieder, ne? Der ist ja immer nur so ein paar Sekunden lang. So 2 Minuten oder so. Ja, er lichtet sich wieder. So, dann hole ich schon mal den Teer, den restlichen. Den wichtigen Teer, den wir brauchen, um eine Wasserquelle zu bauen. Guck mal, das sind genau die 43, die ich in der anderen Base brauche. Nicht schlecht. Das war nämlich das Ziel, deswegen bin ich hierher gelaufen. Und jetzt will ich auch nochmal gleich gucken, wie weit der Sklave ist, der Tänzer. Schauen wir mal. Wie sieht's aus? Boah. 3/4 hat er geschafft. Nee, eigentlich sogar 2/3 mittlerweile. 2/3 hat er. Dann dauert's ja nicht mehr lange. Dann dauert's echt nur noch so eine Folge, glaube ich. Dann laufen wir jetzt mit dem Teer, den wir jetzt haben, laufen wir jetzt nochmal zurück und bauen den Brunnen. Da kann ich dann auch meine Wasserreserven wieder auffüllen ein bisschen. Und dann kommen wir nochmal hierher zurück, würde ich sagen, am Ende der Folge und gucken mal, ob dann der Tänzer endlich soweit ist. Da bin ich mal richtig gespannt drauf, ey. Da will ich mich mal richtig antanzen lassen. Wobei, wir haben ja uns schon darauf geeinigt, dass wir den nicht als Tänzer, sondern als Entertainer bezeichnen. Genau, es ist der Entertainer. Das ist nämlich nur einer, der Witze erzählt. Das ist nämlich gar kein Tänzer. Aha. Das ist nämlich ein Witzereißer, ist das. Ein Unterhalter. Ein Alleinunterhalter. Sowas wie ein Pantomime. Ja. Ein witzeerzählender Pantomime. Der vollkommen alleine ist. Boah, ich habe dann echt Bock drauf, wenn ich dann noch so Mädels mir versklave, dass ich dann so eine Performance habe. Aus verschiedenen Leuten, die mir dann was vortanzen. Das wird toll. Das wird so lustig, wenn ich dann so eine kleine Band habe, die dann für mich performt. Da kann ich mich dann zurücklegen und mich beperformen lassen. Beperformen lassen. Das werde ich genießen. Dann können endlich mal andere die Arbeit machen. Die ganze Zeit mache ich hier die Arbeit. Farmen, bauen, töten. Ja. Da muss ein Barbar sich auch einfach mal entspannen zwischendurch, indem er sich betanzen lässt. Oder bepantomimen oder betüdeln. Oder sonst wie befuddeln. Ja. So muss das sein. Ah, da freue ich mich schon drauf. Das wird schön. Vor allem, ich habe irgendwie über 50 Folgen gebraucht. Jetzt mittlerweile fast 60 Folgen, um endlich mal einen Tänzer zu bekommen. Ich glaube, man kann sagen, dass ich bei Conan Exiles so ein bisschen hinterherhänge, was den Fortschritt angeht. Aber es ist ja kein Wettlauf hier gegen irgendwelche Zeiten. Es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie mich unter Druck setzen muss. Ich will einfach nur spielen. Ich will einfach nur spielen. So, da habe ich mein letztes Wasser getrunken. Jetzt brauchen wir ganz dringend diese Wassergrube hier, diesen Brunnen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hoffentlich, am Ende stellt sich raus, ich kann den nur in der Nähe von Wasser aufbauen und nicht in der Wüste, wo nichts ist.
Das wäre ja so lustig, ey. Da würde ich mich so kaputt lachen. Okay. Ziegel, geformtes Holz und Eisenverstärkung. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bitte crafte mir diese Wasserquelle. Es geht erstaunlich schnell dafür, dass man da so viel Zeug dafür braucht. Eine Stufe aufgestiegen. Jawohl, diese Wasserquelle hat mich hochgeboostet um eine Stufe. Das ist natürlich nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, dann bauen wir das mal auf. Und zwar... ja, direkt vorm Haus, ne? Würde ich jetzt sagen. Interagieren. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt daraus getrunken? Ah, ach, okay, der füllt sich. Okay, alles klar. Er füllt sich langsam. Ah, das ist aber cool. Das ist cool, dass der sich so langsam füllt. Irgendwie. Das ist nice. Mal gucken, ob er sich noch mehr füllt. Man sieht da irgendwie so einen komischen Faden in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man es auf YouTube auch sehen kann. Das ist so ein kleines weißes Quadrat mit so einem Faden unten dran. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt interagiere, was ist denn eigentlich, wenn ich mit meiner Flasche jetzt darauf interagiere? Ah, guckt mal, habt ihr das gesehen, wie gut das ist? Ich habe meine Flasche aufgefüllt und der Wasserstand im Brunnen ist so ein bisschen gesunken. Aha, cool. Das ist nice. Das ist echt cool. Da hat man echt so eine Wasserquelle und muss jetzt nicht mehr... Das ist geil. Das ist schön. Wüstenwasser. Echtes Wüstenwasser haben wir jetzt hier. Crazy. Wasser in der Wüste. Das gefällt mir. Irgendwie gefällt mir das. Das gefällt mir sogar sehr. So, was kann man jetzt noch machen eigentlich? Genau, ich habe ja jetzt ein Level up. Da gucken wir doch gleich mal. Also, ich müsste natürlich auch mal meine Rüstung reparieren. Das steht auch ganz oben auf der Liste der Dinge, die ich tun muss. Und dann, genau, eine Feuerschale bauen steht auch noch ganz oben. So, ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Belastung, würde ich sagen. Legt fest, wie viel du tragen kannst, genau. Und ich würde sagen nochmal Beweglichkeit. Verfügbare Punkte, da haben wir noch 4. Da würde ich sagen nochmal Präzision. Weil dann mache ich mehr Schaden mit dem Bogen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil ich so viel mit dem Bogen schieße. So, jetzt haben wir noch einen Punkt. Den könnte man jetzt entweder in Überleben packen oder man hebt ihn sich auf. Ich glaube, ich hebe ihn mir lieber auf. Überleben ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig gravierend. Das passt eigentlich. So, Rezepte lernen. Gucken wir mal. Jetzt haben wir 12 Punkte. Jetzt können wir eigentlich... Ein tödlicher Kurzdolch. Das ist dieser Eisendolch. Da brauche ich aber vorher den normalen Dolch. Den Steindolch. Da brauche ich... Also der kostet hier 4. Der Steindolch kostet 6. Das heißt... 2. Das heißt, es sind 6 Punkte insgesamt, die ich ausgeben müsste. Hätte ich wieder nur noch 6. Ich wollte aber auch ein besseres Wheel of Pain freischalten. Da brauche ich aber 7 Punkte dafür. Puh, das ist gar nicht so leicht hier, muss ich sagen, meine lieben Freunde. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch schon 91 Punkte ausgegeben. Ich weiß auch gar nicht, wo der Level Cap ist momentan. Ich weiß gar nichts. Sprengvase, das klingt auch lustig. Eisenhändler? Händler? Was ist das? Ein einfacher Eisentopf? Ein Metallgefäß zur Zubereitung von Speisen? Eine Eisenpfanne? Okay. Und was hat das jetzt mit Händler zu tun? Verstehe ich nicht. Was ist das hier eigentlich? Töpferei. Mal gucken. Töpferei. Was macht denn Töpferei? Ein geformter Tonkrug. Handgefertigt. Was kann ich denn damit machen? Ah, wartet mal. Kann ich da vielleicht Sachen aufbewahren, dass die länger halten? Ah. Ist vielleicht gar nicht so blöd, ne? Ich schalte das mal frei. Mal spaßenshalber. So, dann auch noch den Steindolch und den Eisendolch, würde ich sagen. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, kann ich noch irgendwas Sinnvolles freischalten? Ich weiß halt nicht, ob sich die Ziegelstrukturen lohnen, weil ich ja nur alleine hier spiele, kann ja eh keiner meine Base so richtig kaputt machen. Deswegen glaube ich, lohnt sich das gar nicht. Ein mächtiges Kriegshorn auf einem Rahmen aus Holz. Kann ich da auch reinblasen?
in das Horn? Ich weiß es nicht. Genau, man kann auch diese Altäre bauen. Ces beschwört irgendwie eine Riesenschlange. Jock ist irgendwie so ein großer Tintenfisch, so ein Cthulhu-mäßiges Vieh. Das sollte ich auch mal machen, tatsächlich. Vielleicht kann ich mir so einen freischalten noch, wartet mal. Was muss ich denn dazu machen? Jog Grube. Jog Hackmesser, eine einfache aus einem Kieferknochen. Ach so, da brauche ich 50 Punkte dafür. Ja, das können wir, glaube ich, knicken erstmal, oder? Bei 50 Punkten, da muss ich ja ewig mich hochskillen noch. Das dauert ja ewig. Obwohl, naja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich sind das ja nur so noch 3 Stufen oder so. Weil ich ja immer in jeder Stufe kriege ich ja jetzt irgendwie fast schon 10 Punkte. Ach, egal. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt erstmal ganz zufrieden mit den Sachen, die ich jetzt habe. So, was kann ich jetzt mit so einem Tonkrug machen? Das will ich jetzt mal gerade probieren. Ich will mir jetzt mal hier so ein paar Steine organisieren, dann schaue ich mal, was ich mit einem Tonkrug anfangen kann. Würde mich jetzt mal interessieren, tatsächlich. Kann ich da Fleisch reinlegen und das hält sich länger? Weil wofür sonst sollte ich denn einen Krug brauchen? So, Tonkrug. Jetzt bin ich ja gespannt hier. Genau, den kann ich abstellen. Am Ende ist das nur so ein Deko-Objekt. Da will ich mich aber weglachen. Da will ich mich so weglachen. So, den stellen wir mal hier in die Ecke. Halte E für Optionen. Interagieren. Und ja. Und jetzt? Hahaha. Oh mein Gott. Es ist absolut nutzlos. Es ist total nutzlos. Das gibt's ja gar nicht. Unnützes Objekt überhaupt. Einen Punkt habe ich dafür ausgegeben. Scheiße. Oh, aber guck mal, meine Quelle hat sich mittlerweile schon richtig gefüllt hier. Die ist jetzt voll. Das ist natürlich nice, ne? Kann ich da jetzt auch draus trinken? Ja. Na schön, und dadurch, dass ich alleine ja keinen so hohen Wasserverbrauch habe, wird die sich wahrscheinlich auch nicht so schnell leeren. Also die wird wahrscheinlich immer schön voll sein. Es sei denn, das Grundwasser wird versiegen, aber das glaube ich eher nicht. Wenn ich der Einzige bin, der hier saugt, dann wird das wohl eher nicht passieren. Aber das ist schön, das finde ich schön. So ein interaktiver Brunnen, wo man auch sieht, dass der Wasserspiegel dann fällt, wenn man trinkt. Vor allem auch dynamisch, je nachdem wie viel man rausnimmt, scheint das Wasser abzusinken. Das ist schon cool. Das ist nice, das gefällt mir. So, jetzt möchte ich am liebsten noch einmal irgendwas Sinnvolles bauen. Genau, wir haben ja noch diesen Dolch, den wir jetzt bauen können. Hier, da brauchen wir Äste, wir brauchen Metall und wir brauchen Leder. Das ist doch alles vorhanden, guckt mal. Da, da und da. So, flupp. Ah ja, der macht ja hier immer noch, der dengelt ja hier immer noch das Zeug durch. Also das hier. Reicht das jetzt eigentlich? Wartet mal, wir lösen mal die, genau, wir lösen mal die Warteschlange. Wir machen erstmal den Dolch. Und vom Rest können wir ja noch dreimal von dieser Eisenverstärkung herstellen. Denn das wurde mir jetzt, wie gesagt, schon vom Flight auch gesagt, ich soll in der anderen Hand doch einen Dolch tragen, damit ich die Tiere immer schnell häuten kann. Weil ich dann irgendwie nur Tierhäute bekomme, wenn ich mit dem Dolch drauf haue. Das ist quasi so eine Art, ja, Jagdmesser quasi. So. Müssen wir kurz warten. Und da haben wir ihn, den Dolch. So, dann nehme ich den doch mal. Den Dolch vom Molch. So, Moment, jetzt packen wir mal erstmal hier das ganze Holz nochmal in die Zimmermangs. Und das hier auch. Und dann nehme ich mal den Dolch. In die Hand, wo ich normalerweise den Dings habe, den Schild. Ha! Wie krass das jetzt ist. Jetzt habe ich 2 Waffen. 2 Waffen! 2 Stichwaffen! So, das will ich jetzt nur ausprobieren. Da hinten ist sogar schon eine Hyäne, nicht schlecht. Wie ist denn das jetzt? Ah, okay, guckt mal, so kann ich stechen. Und so kann ich dann schlagen, alles klar. Na, wartet mal. Bevor wir jetzt hier irgendwie uns irgendwie in was reinbegeben,
Werde ich jetzt gleich mal die Hyäne erschießen. Der Pfeil ist wieder abgeprallt. Habt ihr das gesehen? Crazy verrückt. Hier, Moment. Ah ja, guck mal. Oh, krass. Wie viele Tierhäute man da bekommt. Der absolute Burner ist das ja. Der Wahnsinn. Moment mal, das muss man, das war nur eine Hyäne jetzt. Wie viel ich da jetzt bekommen habe. Nicht schlecht. 96 mit einem Hieb. Crazy. Das ist cool. Das muss man mal sagen. Ja, dann habe ich ja jetzt keine Probleme mehr, ne? Was Leder angeht und so, da habe ich jetzt immer genug Nachschub. Geile Nummer. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall nochmal an den Flight für diesen geilen Tipp. Er steht nicht umsonst an der Helfertafel. So, jetzt will ich nochmal gerade schauen, kann ich jetzt meinen hyrkanischen Bogen nochmal reparieren? Habe ich da das Material für? Verstärktes Leder erforderlich, okay. Da haben wir ja leider nur einen. Einmal was. Dann brauche ich hier noch ein bisschen was. Genau, hier haben wir noch was, genau. So. Reparieren, mehr Seide erforderlich. Genau, da musste ich ja die Spinnenfäden, die musste ich verarbeiten zur Seide. Dann machen wir das mal. Habe ich hier noch Spinnenseide eigentlich? Irgendwo in einem Kasten? Sonst muss ich wieder mal Spinnen töten. Hier habe ich noch was. Ich weiß nicht, ich glaube, das, was ich jetzt gerade mache, reicht, glaube ich. Schauen wir mal. Genau. Es wird schon wieder so stürmisch, oder wird es gerade Nacht? Ich glaube, es wird gerade Nacht. Ich glaube, das ist es. So, ziehen wir mal das dahin. Das ganze Gammelfleisch legen wir jetzt mal wieder ab. Das ist sonst zu schwer. Nimmt uns nur unnötig den Platz weg im Inventar. So, jetzt will ich mal gucken. Genau, reparieren. Aha! Sehr schön. So, und jetzt brauche ich eigentlich auch noch mal ein paar mehr Pfeile tatsächlich. Kann ich nochmal reparieren? Ja, ist auch fast komplett repariert. Das reicht jetzt auch, glaube ich. Ist erstmal genug. Wir brauchen vor allem auch wieder Metall, ne? Das können wir mal wieder gut gebrauchen. Dann sollte ich mal wieder was holen. Jetzt wird es auch gerade wieder dunkel. Das ist gar nicht so wunderschön. Und ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt auch erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Conan Exiles. Und dann kann ich ja nochmal eine kleine Tour machen. So ein bisschen eine kleine Erkundungstour. Vielleicht ja nochmal, oder ich mache am besten nochmal ein Wheel of Pain. Das baue ich hier hin. Und dann gehen wir vielleicht nochmal in die Wüste zu diesem Schiff und versuchen nochmal einen zweiten Performer zu bekommen. Oder nein, noch besser. Ich gehe nochmal zu meiner alten Base und hole erstmal den Performer raus, den wir jetzt schon haben. Ja, also den Entertainer. Genau, das machen wir als erstes dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, Conan Exiles. Bis dann, ciao, ciao.